So Leute, da bin ich mal wieder. Ja, ich habe das mit den Chocobo-Wald zu Ende gebracht, habe alle Chocobo-Karten da gefunden. Strand der Muße war zu meinem Entsetzen sogar die letzte, die ich gefunden habe, sonst hätte ich ja nicht alle gesucht. Ja, ich habe mir jetzt nochmal die zweite Chocobo-Karte angesehen und also in der Reihenfolge und habe den Ort gefunden. Bin natürlich in Part mit reinbringen, was da drin ist, alles. 5 Potions, 5 High Potions, 2x Zelt. Oh, 2x Baumwollkleid. Das ist doch auch ganz nett. So, und öffnen wir mal das Chocobo-Menü. Ja, und da seht ihr schon die ganzen, die ich gefunden habe. Da komme ich, glaube ich, noch nicht ran. Ich weiß nicht so recht. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Sumpf vor Qs Morast, aber ich glaube, das ist nicht auf diesem Kontinent. Sonst würde die Karte ja nicht Fremdes Land heißen. Strand der Muße ist das, wo ich nach Gizamalokus Grotte links abbiegen muss und hinter dem Wirbelsturm da bei dieser Bergkette da durch muss, damit der Chocobo ja, in Ohnmacht fällt und ich einen blauen bekomme. Trockener Stand ist auf dem Kontinent im Westen. Da ist so ein großer Wald und da leben die Schwarzmagier. Und da in der Nähe ist dieser Strand. Land der Kälte, er ist im Norden, da komme ich ja sowieso noch nicht hin. Seichtes Wasser kann ich noch nicht machen. Erstens, weil es ein anderer Kontinent ist und zweitens, weil ich den blauen Schokobon noch nicht habe. Sandbank der Sicht ist hier. Ich brauche aber den blauen Chocobo. Kleiner Strand ist auch hier, aber ich brauche den blauen Chocobo. So, ja, das sind halt die ganzen, die ich halt in diesem Chocobo-Wald finden kann. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Ort, wo man mit dem Chocobo graben kann. Der befindet sich aber nicht hier auf diesem Kontinent, sondern ganz anders auf der Weltkarte. Eher am Wasser. Der ist auch nicht so sehr leicht zu finden, es sei denn, man weiß es schon oder man liest es irgendwo oder man bekommt es gesagt. Ansonsten ist der eigentlich relativ unauffällig. So. Steigen wir mal jetzt hier ab. Erddrachentor Lindblums. Ja, da wollten wir ja rein. Um noch ein bisschen Items zu holen. Wenn ich dabei bin, kann ich auch gleich mal gucken, Baumwollkleid hat er schon ausgerüstet. Irgendwer anders kann es ja nicht ausrüsten, nach meinem Wissen, oder? Doch, Vivi, aber er kann damit nichts lernen. Die Werte gehen nur hoch. Er sollte aber erstmal Götterspeise zu Ende lernen, denn ist ja auch dann ganz gut. Dann kann er meinetwegen das Baumwollkleid haben. Insomnia, denke ich mal. Wenn das zu Ende gelernt ist, werde ich den Korallring dem Zidane geben, beziehungsweise den Nova, damit er Kannibale lernt. Dracomegere für Freya kann ich auch mal noch später ihr geben. Ist ja gar nicht so sehr wichtig. Ist ja nur eine Attacke, die kann man ja immer lernen. Ich also, das Accessoire, das läuft mir ja nicht weg. So, wieder ein paar Items aufstocken. Ist keine Schande, 99 Potions zu haben. Eher eine Schande, wenn man es nicht macht, obwohl man es kann. Ja. Zelt. So, und die restlichen 1700 Gil, die muss ich ja nicht auf Teufel komm raus verschachern, wenn es gar nicht nötig ist. So. Ja. Ich habe, glaube ich, alles gemacht, was ich machen wollte. Jetzt kann ich auch. Na? Lasst mich aufsteigen. So. Mal die Kamera drehen. So. Und muss hier an Qs Morast vorbei. Und da vorne müsste die Grotte sein. Yep. So. Rufen wir vorher nochmal den Chocobo, sage ich schon, ey. Ich habe echt zu viel im Chocobo-Zeit verbracht, ey. Nee. Natürlich den Mogri und wir speichern sicherheitshalber.
Natürlich speichere ich auf den zweiten Spielstand. Falls aus irgendwelchen Grund auch immer die Aufnahme jetzt verkackt gewesen ist, die letzte und diese. So, bis zum nächsten Mal, Kubo. Ja, ist okay. Gisa Malukes Grotte. Ja, Gisa Kraut habe ich genügend, um die hinter der Grotte einsetzen zu können. So, was ist hier vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich bin es, Freier. Ja, sieht schlimm aus. Wer sind diese? Ja, wer um alles in der Welt sind diese Schwarzmagier? Leute wie ich. Da bist du auch stolz drauf. Mit dir hat das nichts zu tun. Slash, es waren deine Leute? Unmöglich. Aber am meisten sorge ich mich um das Wohl des Königs. Wir müssen uns sputen. Arisa, was hast du nur an so einem gefährlichen Ort verloren? Los, folgen wir ihr. Ja, die ist ja gar nicht hier. Das weiß er nur nicht. Aber naja, scheiß drauf. Hey, bist du in Ordnung? Du bist keiner von diesen Schwarzmagiern, richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite. Meine Zeit ist gekommen. Nimm diese Glocke und eile zum Königreich. Die Schwarzmagier raubten uns auch unsere kostbaren Glocken. Okay, sexistisch. Nehmt euch in Acht vor ihnen, beeilt euch zum Palast und beschützt seine Majestät. Ja, ist ja immer so mit den Eindringlingen im Land. Die nehmen einen immer die Weiber weg, die Glocken. Alles klar, überlasst das uns. Gisa Malukes Grotte. Grotte sage ich schon, Glocke meine ich. Ah, die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Denn natürlich gleich wieder Hurensonnen und Hurenzonnen. Töten! 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 Ja, töten! Hurensonnen und Hurenzonnen. Wie ich sie vermisst hab. In Klammern denkste. Wer ist das, frag ich. Noch nie gesehen, sag ich. Lügner. Doch er ist uns schon mal irgendwo begegnet, sag ich. Wirklich, frag ich. Ich kenne ihn nicht, sag ich. Auf jeden Fall sollten wir ihn auslöschen, sag ich. Das sollten wir, sag ich. Die haben das Töten vergessen. Aber ja. Mischen wir mal ein paar Zipfelmützen auf. Schlag. Ja, das sah mir auch nach einem Schlag aus. Yay! Bam! Eis! Macht nix. Bam! Einer ist schon mal futsch. Ja, Eis, schon wieder. So. Feuer. Und tot. Die Vögel, die kommen ja hier öfter mal vor. Es sei denn, man rennt hier durch, ohne sonderlich viele Monsterkämpfe zu beschreiten. Hier ist auch ein anderer Gegner, der mich ziemlich ankotzt. Nämlich dieses komische weibliche Fieder mit dem Fächer. Hilfe! Nicht zieh weg von hier, sag ich. Ja, okay. Töten! Ja. Klar.
Die sind ja Gott sei Dank nicht so schwer. Bam. Ah, ich freue mich schon auf den Moment, wo ich endlich mit Zidane eine neue Waffe ausrüsten kann. Ach ja. Kritisch, okay, ein kritischer Treffer. Passiert selten, aber es passiert doch tatsächlich mal. Bam. Feuer. Noch nicht tot, aber der nächste Schlag, der wird ihn töten. Bam. So. Mit seinen hässlichen Mithrildolch da. Okay. Ja, warum hat er jetzt nicht irgendwie in Sumia zu Ende gelernt? Dieser Maluke Grotte erhalten. Glocke! Mann, Glocke! Nicht Grotte! Meine Fresse! Gift und Galle? Götterspeise? Ja, okay. Holzauge. Pff. Scheißegal, ich will Insomnia und Kannibale lernen. Tontauben. Bodyguard, Weihrauch, ist ja der Licht, Level Up. Ja. Okay, Howling Lucas kann er doch auch schon mal durch das hier lernen. Ja. Gift und Galle, kann er da was lernen? Nö. Arschloch. Ja, okay, wenn sie Tontauben zu Ende gelernt hat, dann kann ich ja mal darüber nachdenken, ihr endlich mal was anderes zu geben. Bodyguard, das wäre Licht. Hau den Lukas. Insomnia, was macht das nochmal? Verhindert Schlaf. Ja, okay. Bestientöter, Kannibale. Kann ich gut später gegen Beatrix gebrauchen. Weil der letzte Kampf dieser CD ist ja gegen die Admiralin Beatrix. Und da kann man ein Mithrilschwert klauen. Und noch irgendwie was anderes. Auf jeden Fall kann man die gut beklauen. Man tötet sie natürlich, wie zu erwarten war, nicht. Sondern, ja. Ja, um den Fuzzi, da kümmere ich mich nicht. Man könnte jetzt normalerweise die ganz linke Tür da aufmachen. Könnte hier rumgehen. Dann würde man von denen hier unten nochmal eine Gisamaluke-Glocke erhalten. Und, ja, dann könnte man hier weiter. Aber ich gehe hier lang. Weil das erstens schneller ist und ich das zweitens so möchte. Mithrilfäustling! Yay! Ja. Ach man. Ja, okay, dann benutze ich halt ein paar Potions, um hier so mal so zu heilen, ne? Weil hier in diesem Raum kommt ein total nerviger Gegner, den ich absolut nicht leiden kann. Und ich denke, bei meinem Glück wird er das jetzt schon sein. Die sich selber stärker macht und sich selber heilt. Hahaha. War mir doch klar. Aber kannst es vergessen. Gegen die dumme Tuse kämpfe ich nicht. Versuch nur einmal sie zu beklauen. Verführen. Ja, stimmt. Oh, die macht auch noch so dieses verliebt, diesen Verliebt-Status Dingsbums auf einen, ey. Nein. Phoenix wieder geklaut. Ja, auch gut. Bann. So. Ja, ist mir klar. Keine Erfahrung. So, hier ist auch noch was. Filzhut.
Ja, normalerweise müsste das doch was bringen, oder nicht? Gemach! Geht doch. So, und hier macht sich denn endlich mal die Kuponos bezahlt. Oh weh! Oh weh, mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Ja, ist okay. Ey, du Mogri, was ist denn hier passiert? Mein geliebter Ehegatte ist unter dieser Glocke gefangen. Ja. Und er kommt da nicht mehr raus, Kubo. Der Ärmste, wir sollten ihm Hilfe leisten. Wir wurden hier gerade frisch getraut, bis wir urplötzlich von zwielichten Gestalten überfallen worden sind. Wie konnte das nur passieren, Kubo? Aber diese riesige Glocke bekommen wir nicht so einfach vom Fleck. Allerdings. Oh weh. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Riech ich vielleicht etwas streng? Du, hast du diese seltene und teure Kuponus bei dir? Ja, ich habe sie in Limplum bekommen. Würdest du mir sie vielleicht geben? Von mir aus. Oh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kupo. Moguta, Moguta, Moguta. Hier ist deine Lieblingsspeise, eine Kuponus. What the fuck? Eine Kuponus? Geil! Oh, mein geliebter Ehegatte. Ich liebe Kuponüsse, Herr Kupo. Yeah! Moguta, aber wo willst du denn hin? Ich zieh zurück zu meiner Mutter. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Moguta! Oh Gott. Frisch verheiratet und schon läuft er davon. So, und hier ist auch noch eine feine Kiste. Eine Gisamaluke Glocke. So. Das ist die letzte, die wir bekommen. Denn die nächste wird eine Messias-Glocke. Vielen Dank nochmal, Kubo. Von jetzt an können wir bestimmt ein glückliches Eheleben führen. Mognet. Ein Brief von Modon. Ja, von Modon an Moguline. Das diesjährige Jagdfestival in Limplum war ja sowas von aufregend, Kubo. Die höchste Jagdpunktzahl betrug unglaubliche 121 Punkte und gewonnen hat jemand namens Freya, Kubo. Damit hat sie sogar den Vorjahresrekord von Vena mit 80 Punkten weit hinter sich gelassen, Kubo. Ich kann mich gar nicht mehr einkriegen, Kubo. Nun ja, leider keine Glückwünsche, aber dennoch sehr interessant. Okay. Ich speichere, Kubo. Ja, hier speichert ausnahmsweise mal eine Frau. Jo. Ich speichere mal was schneller. Ja, komm. Ja, fertig. Gut. Und da seht ihr auch schon die Ranke, die man hochklettern kann hier. Werde ich aber nicht machen. Kuponüsse sind lecker, Kubo. Na klar. Ey, du gefällst mir. So, noch einen Augenblick. Kubo. Kubo. Nimm das hier als Zeichen meines Dankes. Messias-Glocke erhalten. Und bring mir doch wieder ein paar Nüsse vorbei, Kupo. So, und dann an dieser Stelle beende ich den Part und im nächsten Part machen wir uns gleich durch diese linke Tür da auf zu Gisamaluke. Bis gleich.